Hi Leute, endlich ist es soweit. Heute startet das 8. Guyver-Match. Ich habe den Lutz zu einem Match herausgefordert und zwar werden wir beide mit der Bandsäge einen Klebebandabroller für den Werktisch bauen. Ich verlinke den Kanal von dem Lutz mal hier oben rechts im Eck. So, wer das Match gewonnen hat, das entscheidet ihr. Ihr schreibt dann bitte unter unsere Videos entweder Hashtag AOK für mich oder Hashtag Lutz für den Lutz. Wer dann die meisten Stimmen hat, hat das Match gewonnen. Wenn ihr es noch sehen möchtet, wie ich aus diesem Glutz hier meinen Klebebandabroller baue, dann bleibt dran und viel Spaß beim Video. Hätte ich fast vergessen zu sagen, der Gewinner des Matches bekommt einen super duper Preis vom Sven spendiert. Ich tue den Kanal von dem Sven mal hier oben recht im Eck verlinken. Er hat in seinem letzten Video gezeigt, was der Gewinner von ihm bekommt. Schaut euch mal das Video an. So, endlich geht's los. Ich habe hier einen 14x8 cm starken Balken auf der Bandsäge liegen und schneide das Ding tatsächlich mit einem 6 mm Kurvenband. Allerdings ist das Funkelnagel neu und das geht da durch wie Butter. Bei einem Match oder bei einer Challenge benutze ich eigentlich immer die Bandsäge, weil damit kann ich meine eigenen Ideen irgendwie immer am besten umsetzen. Und wie ich so meinen Klebebandabroller baue, verschwende ich keinen einzigen Gedanken an den Lutz. Ich bin immer voll konzentriert bei der Sache und gebe mein Bestes. In meinem ersten YouTube-Jahr habe ich mehrere Challenges bei den Amerikanern mitgemacht und das hat mir damals wirklich unheimlich Spaß gemacht. So, der Lutz, der hat jetzt auch schon ziemlich viel Erfahrung, schließlich ist das jetzt schon das 8. Match, das wir hier bestreiten und ich bin echt mal gespannt, was er so baut. So, der Lutz hat ja die gleiche Bandsäge gewesen. Ich bin mal gespannt, wie er mit dieser Maschine umgeht. Er hat die zwar noch nicht so lange, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er schon ziemlich fit damit ist.
Das Schöne ist, wenn man was mit der Bandsäge baut und zum Beispiel wie hier jetzt bei meinem Teil einen Rückendeckel abschneidet. Wenn ich diesen dann genauso wieder anleime, sieht man fast keinen Unterschied zu vorher. Also jedenfalls nicht in der Längsmaserung. Das ist wirklich klasse. So, in das Loch kommt jetzt eine Rambamuffe. Die hat leider einen Längsschlitz und keinen Inbus. Das ist immer so eine Quälerei, die Dinge dann da gerade reinzuschrauben. So, in die Rambamuffe kommt dann eine Maschinenschraube mit M8-Gewinde. So, für mein Projekt hier benutze ich eine 5 mm starke Plexiglasplatte. Die lässt sich ganz easy mit meiner Bandsäge schneiden. So, mein Klebebanderbroller ist jetzt gleich fertig. Es wird noch die Halterung für die French-Gliedwand dran geschossen und dann kann ich das Teil zusammenschrauben. Ich hoffe sehr, dass euch mein Klebebanderbroller am besten gefällt und ich eure Stimme bekomme.